Magnesium ist eine Sache, wissen wir alle, kennen wir alle und brauchen wir gar nicht mehr drüber zu reden. Doch, wir werden drüber reden und zwar sehr kompetent drüber reden, weil wir jemanden haben, der sich seit langem schon sehr intensiv damit befasst. Und wer es bisher nicht getan hat, wird erstaunt sein, wofür wir Magnesium alles brauchen und was passiert, wenn wir es nicht haben. Es ist die Fülle von diesen banalen Naturstoffen, die wir durch den modernen Lebensstil nicht mehr haben und die in der Fülle dann unser hochkomplexes und tolles System so runterfahren, dass wir krank werden. Herr Kisters, vielen Dank für Ihren Beitrag. Ja, Herr Spitz, Herr Gröber, meine Damen und Herren. Ich habe mich gefreut, wieder einmal in Frankfurt sein zu können. Und einen Großteil von Ihnen habe ich ja schon mal gesehen. Sie haben mir auch schon mal zugehört zur Thematik Magnesium. Ich beschäftige mich da ungefähr seit 30 Jahren mit. Ich bin selber Internist und habe natürlich sehr viel auch mit Ernährung zu tun unter verschiedenen Aspekten bei internistischen Erkrankungen. Und das Magnesium habe ich natürlich viele Jahre selber beforscht. Und es gibt ja auch die Gesellschaft für Magnesiumforschung, wo ich ja auch mit Herrn Gröber aktiv bin. Und da haben wir verschiedene Themen, die immer wieder abgearbeitet werden. Magnesium und Alzheimer ist eine ganz spannende Sache. Die Alzheimer-Erkrankung, und da gab es ja auch in der Tat diesen schönen Film, mir Honig im Kopf, zeigt natürlich, welche Probleme das sind. Und es leidet natürlich zum einen der Patient darunter, aber für die Angehörigen, sage ich mal, ist häufig das Leben massivst eingeschränkt. Man kann ja diese Menschen nicht alleine lassen. Und ich als Internist und Chef einer großen Abteilung im Krankenhaus im Ruhrgebiet, wir gehören zu Roni Bochum, haben da eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Nämlich, es gab im Deutschen Ärzteblatt vor ein paar Jahren einmal eine sehr schöne Zusammenstellung in so einem Stab- und Säulendiagramm, wo man gezeigt hat, was bekommen denn so Menschen eigentlich, die eine Demenz haben, von unseren Pflegeversicherungen? Und da war es ganz interessant. Sie kennen das ja, Pflegestufe 0, dann bekommt man nichts. Dann gibt es Pflegestufe 1, 2, 3. Das ist ja jetzt im Moment ein bisschen modifiziert worden durch Herrn Gröhe. Aber die alten Untersuchungen zum Thema Demenz haben gezeigt, dass ungefähr 25% der Deutschen, die eine Demenz haben, von dem MDKs, der Krankenkassen, eine Pflegestufe 0 bekommen. 25% bekommen die Stufe 1, 25% die Stufe 2 und jetzt raten Sie mal Stufe 3 auch 25%. Das heißt, es ist da völlige Willkür und jeder sagt, was hat denn der für einen Pflegeaufwand, aber im Prinzip muss der Angehörige, der den Demenzkranken pflegt, natürlich den ganzen Tag bei dem zu Hause bleiben, dass er nicht wegläuft oder nicht vors Auto läuft auf der Straße, der muss seine Tabletten bekommen und, und. Also da sind die Leute überhaupt nicht gut abgesichert, die Familien tragen das Gros oder man muss den schweren Weg gehen, dass man sich von den Angehörigen trennt, ins Heim gibt und das wissen Sie alle selber, wie schmerzlich das sein kann. Das sind große Probleme und wir haben im Moment, Herr Gröber hat die Abbildung gezeigt, 1 bis 2 Millionen Menschen in Deutschland, die demenzkrank sind. Alzheimer ist eine Form davon. Es gibt auch noch andere Demenzerkrankungen, dazu gleich noch etwas mehr. Wir haben in Europa ungefähr 10 Millionen Demenzkranke und weltweit 40 mit absolut steigender Tendenz. Und da kommt natürlich die Alterspyramide mit hinzu. Und da hat Herr Spitz auch schon in früheren Vorträgen darauf hingewiesen, die Menschen werden natürlich immer älter, immer kränker. Das waren auch ihre Einleitungssätze, das hat nicht unbedingt nur was mit Alzheimer zu tun, aber die Erkrankung Demenz ist natürlich etwas, was mehr im Alter vorkommt und dadurch, dass wir alle älter werden, haben wir natürlich auch mehr Demenzkranke und genau das sagt auch die Entwicklung der epidemiologischen Daten voraus, dass wir ungefähr 2020 damit rechnen müssen, dass wir weltweit schon über 110 Millionen Demenzkranke haben werden. Das soll sich also rapide verzweifachen, verdreifachen diese Zahlen und das ist dann auch so, wie Herr Gröber das sagte, neben dem Diabetes eine große Herausforderung für unser Gesundheitswesen. Nur der das zuerst beschrieben hat, wenn man jetzt über Alzheimer-Erkrankung spricht, das war der deutsche Arzt, eben hier Alois Alzheimer und der hatte interessanterweise damals vorgestellt eine 55-jährige Frau und die an Alzheimer erkrankt war und das schon praktisch 1906. Das ist also eine Erkrankung, mit der wir schon sehr lange zu tun haben. Was da pathophysiologisch abläuft, sind eben hier die Ablagerungen von diesem Beta-Amyloid-Plaques.
Und dann eben diese Tauproteine in den Nervenzellen, das hat Herr Gröber vorhin schon erklärt, das ist, was physiologisch, pathophysiologisch abläuft und hier die Nervenzellen entsprechend schädigt.